Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es weiter mit dem nächsten Thema Denken und Einflussfaktoren. Also welche Faktoren haben denn eigentlich Einfluss auf unser Denken und inwiefern? Das ist die Fragestellung, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und da hatten wir bei der ersten Annäherung schon erste Hinweise, die wir vielleicht auch nochmal aufgreifen können und weiter vertiefen können heute. Also hier nochmal gemeinsam zu schauen. Und dafür seid ihr auch gerne auch heute wieder herzlich eingeladen, mit dazuzukommen und verschiedene Impulse mit reinzubringen. Und dann hangeln wir uns sozusagen gemeinsam entlang und schauen mal, welche Erkenntnisse wir aus dem Raum heute generieren wollen können. Ja, wir zeichnen auf. Das heißt, wer mit dazukommt, ist automatisch damit einverstanden, dass das Ganze auch veröffentlicht wird. Und wir haben drei kleine Raumregeln. Einmal ein Profilfoto, auf dem ihr zu erkennen seid, Vor- und Nachname und mindestens einen Satz in der Bio. Und wer das aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, gerade nicht sprechen kann oder ähnliches, hat auch die Möglichkeit, gerne den Chat zu nutzen. Also Denken und Einflussfaktoren. Welche Faktoren haben Einfluss auf unser Denken und inwiefern? Lasst uns da doch einfach mal gemeinsam schauen. Ich stelle mich gerne auf Stumm und schau mal, wer gerne mit mir heute Morgen die Runde eröffnen mag. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marc. Was sagst du denn dazu? Guten Morgen in die Runde. Ich freue mich erstmal, dass wir heute den ganzen Tag zusammen sprechen werden, liebe Jasmin, weil das Thema ist so komplex. Da denke ich nicht, dass wir mit einer Stunde hinkommen. Ich freue mich aber, den Tag mit euch beginnen zu können. Den ganzen Tag, meinst du? Ja, das ist einfach so toll. Und ich fange auch mal an, oder was mir als erstes eingefallen ist, was mich halt jetzt gerade seit Monaten, kann ich sagen, beschäftigt, was unser Denken beeinflusst. Das ist jetzt nicht so eine schöne Sache, aber trotzdem weiß ich, dass das auch auf mich zukommen kann. Das sind neurologische Störungen und Krankheiten. Und damit meine ich im Besonderen die Demenz, weil ich das gerade erlebe bei meinem Vater. Und das ist dann teilweise erschreckend oder so als Kind. Es verändert sich ja alles. Als Kind schaut man zu seinen Eltern auf und bekommt alles beigebracht und bewundert sie vielleicht auch und ist von ihnen abhängig. Und wenn man dann merkt, wie sich das im Alter ändert und wie auch Menschen sich ändern und wirklich neurologische Störungen, ich verstehe das auch, dass Menschen sich so komplett verändern, dass man sie nicht wiedererkennt, dann beschäftige ich einen das schon und vor allen Dingen beschäftige ich einen dann auch die Frage, was kann ich machen, damit mir das nicht passiert. Genau weiß man es ja nicht, aber es gibt wahrscheinlich verschiedene Einflüsse, wo ich dann für mich gesagt habe, das möchte ich trainieren, also geistig fit bleiben, dass man sich ständig mit irgendwas beschäftigt und so weiter. Und was das Denken auch beschäftigt, das sind natürlich soziale Einflüsse. Und das ist auch was ich beobachtet habe, was für mich wichtig ist. Ich bin eigentlich mehr ein Einzelgänger. Ich habe den ganzen Tag mit meinen Kunden zu tun, habe keinen großen Bekanntenkreis, außer dass ich dann mal zum Geburtstag mit Menschen telefoniere oder die mich anrufen. Aber ich doch merke, der Mensch ist keine Insel und ich mir jetzt schon seit 2 Jahren angewöhnt habe, wirklich auch Kontakte aufzubauen und zu halten. Jetzt nicht viele, nicht 50 oder 100. Also wenn ich mal heirate, wird das eine sehr überschauliche Hochzeit. Das wird eine sehr begrenzte Anzahl an Personen sein. Aber dennoch finde ich es wichtig, dass man in Austausch ist, nicht nur mit einem Partner, weil man einfach andere Einflüsse kriegt und dadurch wieder auch neue Impulse bekommt. Und ich für mich auch festgestellt habe, ich kann sehr, sehr gut allein mit mir zurechtkommen. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit mir. Ich langweile mich auch nicht, aber ich brauche trotzdem den Input von außen, weil ganz ohne Mitmenschen geht es dann doch auch nicht. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Naja, vielleicht werden es auch ein paar mehr, weil die Deep Talkler dann auch noch kommen zur Hochzeit. Wunderbar, vielen Dank für den Einstieg. Und zwar neurologische Störungen hast du jetzt als erstes angesprochen. Im Prinzip ein Stück weit auch, ob das jetzt Demenz ist, können auch noch andere weitere Erkrankungen sein. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, vor allem im Alter dann auch doch auch sehr häufig zu beobachten, gerade dadurch, dass eben zum Beispiel die Lebenserwartungszeit immer weiter am Steigen ist, durchschnittlich betrachtet in den letzten Jahren tendenziell. Dadurch, dass die Medizin immer weiter fortschreitet, haben wir auch immer mehr Erkrankungen, die vielleicht vorher auch schon da gewesen sind,
aber dadurch, dass die, die Lebenszeit eben kürzer war, vielleicht auch gewisse Dinge gar nicht erst symptomatisch zum Vorschein getreten sind und die jetzt eben heute auch viel deutlicher dann entsprechend auch sichtbar sind. Also gerade sowas wie Alzheimer und Ähnliches eben auch viel häufiger tatsächlich auch beobachtet wird, obwohl das vielleicht früher auch schon möglicherweise in der gleichen Ausprägung vorhanden war. Dann die sozialen Einflüsse finde ich auch total spannend. Du hast es so schön gesagt, der Mensch ist keine Insel. Das heißt hier eben auch der Austausch, der stattfindet. Und je nachdem, wem das Ganze stattfindet, dass das eben auch einen Einfluss aufs Denken hat. Vielleicht können wir da nochmal genauer drauf schauen, inwiefern das denn einen Einfluss hat. Wir hatten ja auch zum Beispiel diese kulturellen Aspekte hatten wir auch bei der ersten Annäherung mit dabei. Aber es sind natürlich nicht nur kulturelle Aspekte, sondern eben auch dieses, mit wem umgebe ich mich, wo werde ich groß, welche Gesellschaft und dann tatsächlich vielleicht auch soziale Schichten, die hier vielleicht auch nochmal Unterschiede machen können. Und dann eben auch der zum Beispiel ein engerer Freundeskreis, der vielleicht eine besondere Gesinnung hat oder Ähnliches. Also vielleicht können wir da auch noch mal genauer drauf blicken, Marc. Ja, ich finde, ich werde jetzt einige Sachen werden, die Leute, die täglich dabei sind, einige Sachen werde ich wiederholen, weil die mich wirklich überzeugt haben. Ich habe ja erzählt, dass ich irgendwann mal eine Diskussion habe, auch bei Diskussion gesehen habe bei dem Land. Da ging es auch um die Clanbildung, wie das alles entstanden ist. Und es geht um das Thema Integration. Und wenn man das nicht versteht, also wenn man nicht irgendein Stammtischgeschwätz nachplappert, sondern wenn man sich wirklich mit den Kulturen beschäftigt und mit den Menschen und wir uns dann vorstellen, wir wären in einer Gegend aufgewachsen, als Kind, also ganz, ganz klein als Kind, sagen Mama und Papa uns, Marc, den Einzigsten, das musst du dir merken, Junge, dem Einzigsten, den du vertrauen kannst, das ist der Papa, der Mama und unserer Familie. Und ansonsten niemand von außen, schon gar kein Polizisten und Politiker sind alle korrupt. Und wenn ich diese Erfahrung mache, dass Familienmitglieder verschwinden, dass die gefoltert werden, dass die in Gefängnisse kommen, dass Korruption herrscht und ich dann das Land wechsle und mir dann jemand gegenübersteht, ein glücklicher Mensch, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, und mir dann ein Flugblatt hinhält und sagt, bei uns ist alles anders, mir kannst du vertrauen, ich bin einer von den Guten. Das klappt einfach nicht. Und das hat in dem Fall nichts mit Vorurteilen zu tun. Das wirst du besser erklären können, wie ich, liebe Jasmin, sondern das ist das, was unser Gehirn gelernt hat. Und wenn wir über Integration sprechen, dann muss man auch teilweise sagen, dass bestimmte Prozesse in bestimmten Formen nicht möglich sind, weil die schlechter sind, sondern weil einfach bestimmte Grunderfahrungen bei diesen Menschen anders sind. Und diese Gruppe, die ich da beschrieben habe, da ging es um ein Thema über die Libanesen, wie sich das alles entwickelt hat, also wie die ersten Libanesen nach Deutschland gekommen sind, die waren in ihrer Seite schon ausgegrenzt, wurden auch von den Türken nicht gemocht, die waren da Verstoßene. Dann sind die nach Deutschland gekommen, durften nicht arbeiten, waren auch hier ausgestoßen. Und was macht man, wenn man Familie und Kinder hat? Man sucht sich dann Wege, wie man innerhalb einer Gruppe, in der Fall der Familie, überleben kann. Und wenn ich legal nicht arbeiten kann, dann hat das ist keine Rechtfertigung. Also damit hier jetzt keinen Shitstorm gibt, das ist dann keine Rechtfertigung, illegale Dinge zu machen. Aber jeder von uns hat erstmal von der Grundanlage her, denke ich mal, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, seine Kinder liebt und seine Familie liebt und einfach nur möchte, dass wir Essen haben, Dach über Kopf, so diese Grundbedürfnisse. Und wenn mir die nicht gegeben sind, wenn ich die nicht erlangen kann, dann fällt mir was anderes ein, weil der Mensch ist ja erfinderisch. Das soll jetzt auch kein Thema über Ausländer werden, aber mir ist das eingefallen zum Thema Denken, dass ich dann auch gesagt habe, man kann nicht so spontan grundsätzlich immer sagen, die Gruppe ist so, sondern dieses Reflektieren, den Raum hatten wir vorher, vor dem Denken, das macht jetzt auch durchaus Sinn, dass diese Reflexion über bestimmte Dinge zu hinterfragen, warum ist das so? Warum verhält sich eine Gruppe so? Natürlich treffen einige Vorurteile zu, denn wir sehen, was wir wollen, aber zu hinterfragen, warum ist das denn so? Da muss es ja einen Grund dafür geben. Per se ist ja niemand gut oder schlecht. Und dazu gehört dann eben die Reflexion. Und dann bekommt man ganz, ganz neue Antworten, die man auch nicht gut findet und die auch keine Lösung darbieten, weil manche Probleme zu komplex sind, als das mit einem Satz lösen zu können. Aber das Verständnis ist zumindest da. Und durch dieses Verständnis ändern sich dann auch meine eigenen Werte und die Einstellung vielen Dingen gegenüber. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Dann lass uns zunächst erstmal Sabine auch mit einbinden und dann können wir gerne auch Querbezüge nochmal herstellen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sabine.
Einen wunderschönen guten Morgen. Gruß aus Berlin. Ja, und zwar ist mir als allererstes eingefallen der Detox Club. Der bringt mich jeden Tag zum Denken. Das ist ein großer Einflussfaktor. Aber zum anderen fielen mir eigentlich zwei Sachen. Ich würde das Ganze einfach mal trennen in kognitive Seite und emotionale Seite. Und wenn, wir haben es ja auch gestern Abend bei dir in dem KI, wenn die emotionale Seite nicht in Bewegung kommt, dann kommt auch oft der Denkprozess gar nicht in die Bewegung. Also ich muss irgendwie merken, es passiert was. Ich war gerade bei Business Women von der IHK, da waren so viele Frauen mit so viel Energie. Also ich gehe mit sehr viel Spirit nach Hause, weil ich sage, bei uns in der Kammer müssen wir noch was ändern. Wo sind da die Frauen? Also es wurde jetzt nicht als Frauenthema von wegen, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Quote erreichen, sondern einfach unter Aspekten wie Fachkräftemangel. Da muss was passieren. Und einfach solche Veranstaltungen, andere Leute, die bringen einen ja oft zum Denken. Die bringen einen mehr zum Denken, als wenn ich ein Buch lese, wo das alles vielleicht auch mal drinsteht. Ich denke, dass das Umfeld einen sehr zum Denken bringt. Und dann natürlich die emotionale Seite. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch da können wir tatsächlich dann auch nochmal genauer drauf schauen. Das waren jetzt ganz viele Aspekte, die ihr beide mit reingebracht habt, nochmal in Ergänzung. Und gerade zu dem, was Marc auch erzählt hat, kann ich auch nochmal kurz eine Geschichte, vielleicht eine kurze Geschichte teilen, ganz frisch sozusagen jetzt auch wieder erfahren. Ich habe jetzt letztens, als ich beim Friseur war, die Gelegenheit gehabt, mit einem der Partner sozusagen mich auszutauschen, weil dadurch, dass der Friseur, der mich normalerweise betreut in dem Laden, im Urlaub war, hat das jetzt mal der Partner sozusagen übernommen. Und ich bin dem Partner schon, keine Ahnung, wie viele Jahre der hier schon mit dabei ist, viel begegnet oder und so, aber dadurch, dass er mir nie die Haare gemacht hat, haben wir uns nie ausgetauscht. Und ich habe jetzt bei dieser Begegnung sozusagen im Austausch erfahren, dass er Syrer ist und dann habe ich während der Unterhaltung so ein bisschen auch parallel reflektiert und habe dann festgestellt, für mich erkannt, dass obwohl die Syrer so viele Jahre jetzt mittlerweile ja auch hier in Deutschland sind, dass das tatsächlich die erste Begegnung war, in der ich die Gelegenheit hatte, mal mich mit einem Syrer zu unterhalten. Und das fand ich total spannend an der Stelle, also auch sehr ungewöhnlich, weil sich das einfach gar nicht ergeben hat, obwohl ja auch Frankfurt eine sehr Multikulti-Stadt ist und so weiter, aber tatsächlich sich das gar nicht ergeben hat und ich fand es total spannend, habe ganz viele Fragen gestellt und es war ein schöner Austausch, aber das zeigt eben auch gerade auch in Bezug auf das, was Marc erzählt hat, wenn ich eben diese Begegnungen nicht habe, wenn ich, dann kann es durchaus sein, durch Hörensagen und so weiter eben auch hier tatsächlich bestimmte Gedanken entstehen oder auch Vorurteile sich entwickeln. Und gerade in dem Zusammenhang kam mir dann auch der Gedanke, Medien haben wir ja auch aufgegriffen gehabt in verschiedenen Zusammenhängen und Räumen, dass Medien auch das Denken eben letztendlich beeinflussen können an der Stelle, einen großen Einfluss haben können, wenn ich dann insbesondere durch das, was ich eben höre sozusagen und mich dadurch auch leiten lasse, ohne das kritisch auch nochmal zu überprüfen oder ähnliches, dass das eben auch einen großen Faktor ausmacht. Und dann hast du auch noch so schön differenziert, Sabine, die kognitive und dann eben auch die emotionale Seite. Und dass sich das ja aber auch gegenseitig sozusagen ein Stück weit bedingt. Ne? Also auf der einen Seite haben wir die Sinne als Reize, die von außen kommen, die etwas auslösen und dann eben auch Emotionen auslösen können. Wir haben häufig eben auch mit Angst oder Freude zu tun. Und wir hatten auch sowas wie zum Beispiel Bauchgefühle oder so, hatten wir auch schon in anderen Räumen drüber gesprochen, dass es ja auch sehr viel mit den Vorerfahrungen zu tun hat. Und da, wo mir Erfahrungen fehlen, da, wo ich möglicherweise keine Begegnungen hatte, wo ich keine Erfahrungen sammeln konnte, und das ist immer bei dem Aspekt der Erfahrungen, das heißt, Erfahrungen spielen auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Zusammenhang, da kann es dann eben auch sein, dass mir auch mein Gehirn eine Art Streich spielt, ein im Prinzip gut gemeint, ne, weil es einfach evolutionär so ausgerichtet ist,
sicherzustellen, dass die Existenz gesichert wird und dementsprechend zum Beispiel vielleicht in bestimmten Situationen auch mit Angst reagiert, um mich zu warnen sozusagen. Aber dass diese Warnung nicht unbedingt immer auch gerechtfertigt ist. Und wenn ich einfach unreflektiert und ohne darüber nachzudenken und kritisch zu prüfen und so weiter, einfach in Handlungen übergehe, mich verhalte, dann kann es eben sein, dass ich gar nicht bemerke, dass es vielleicht auch gar keine Daseinsberechtigung hat, der Umgang mit gewissen Dingen, die Art und Weise, wie ich mich verhalte in diesem Bezug und so weiter. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend. Und es zeigt eben auch hier die Komplexität. Und insofern, Marc, muss ich dir recht geben, mal gucken, wie lange wir heute brauchen mit dem Raum. Wollt ihr noch mal Querbezüge herstellen? Ja, ich würde gern sagen, liebe Jasmin, um das alles, da wäre nur sehr wenig Zeit im Raum. Ich kann nur immer wieder jedes Mal wiederholen, dass das für mich eines der wichtigsten Themen ist und dass ich mir wirklich gewünscht hätte in der Bildung, dass das in der Schule nicht diese Wissensvermittlung an erster Stelle steht. Die ist ganz wichtig, aber ab einem bestimmten Alter ganz kurz wenigstens eine Stunde einzuhalten, genau über dieses Denken. Und ich bin zutiefst überzeugt und kann das auch beweisen an meinem eigenen Leben, dass die Gedanken unsere Lebensqualität bestimmen. Das ist einfach so. Unsere Gedanken bestimmen unsere Lebensqualität. Und wenn das wahr, also wenn das stimmen würde, wenn das zu 100% wahr ist, dass unsere Gedanken unsere Lebensqualität bestimmen, wir aber nicht wissen, ob die Gedanken uns bestimmen oder wir unsere Gedanken bestimmen können und dann auch nicht die Technik dazu lernen, dann geht uns also so viel verloren, nämlich Dinge verloren, dieser Schlüssel, diese Schatzkiste, die wir in uns tragen, damit wir eben eine gute Lebensqualität haben, die nicht unbedingt von außen vorgegeben ist. Das hilft natürlich das soziale Umfeld, aus dem man kommt, das hilft die Familie, aus der man kommt, aber wir können ganz, ganz viel auch noch selber machen, indem wir uns eben auch andere Gruppen suchen oder anschließen und. Und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwann mal in der Schule sitzt und alles ist gelaufen, weil man in der falschen Familie geboren worden ist. Aber all das zu wissen, da muss ich halt genau wissen, wie meine Gedanken funktionieren und dann eben nicht Sklave meiner Gedanken werden, sondern Chef meiner Gedanken werden. Und das geht aber nur, wenn ich das Glück habe, Menschen wie dich getroffen zu haben, liebe Jasmin, die mir das bewusst machen, die mir da Technik in die Hand geben. Und da muss man auch kein Neurowissenschaftler sein, so wie du das gesagt hast und erklärt hast, sondern da reicht eigentlich eine Stunde, sich das einfach mal bewusst zu machen, sich dann privat damit weiter zu beschäftigen. Und ich kann nur sagen, wenn ich das eher gewusst hätte, wenn ich diese Erkenntnis schon mit 20 gehabt hätte, dann, ich bin total zufrieden, ich bin ein total glücklicher Mensch. Aber viele Dinge, die habe ich wirklich erst nach 40 erfahren, wo ich dann, Mensch, wieso hast du das denn nicht eher erfahren? Und ich hätte dafür andere Bereiche in der Schule lieber weggelassen, wenn mir jemand wirklich erklärt hätte, wie unser Kopf und unsere Gedanken funktionieren. Und ich musste gerade noch schmunzeln, was die Sabine gesagt hat, ganz aktuell. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich habe nur gestern in den Nachrichten gelesen, dass jemand über den jetzt entlassenen Bundestrainer gesagt hat, naja, der hat die deutsche Nationalmannschaft mit der Geschichte von Graugänsen zu motivieren und hat das dann verglichen mit anderen berühmten Fußballtrainern, mit Guardiola, den ich zwar vom Namen her kenne, aber ihn jetzt auf dem Foto nicht erkennen würde, und haben gesagt, es gibt halt andere Arten von Motivation, wo die Gedanken der Spieler bestimmt worden sind, und wenn man diesen Menschen zugehört hätte, dann will man danach am Anschluss an das Interview noch 10 oder 15 Liegestütze machen, während man bei unserem Bundestrainer eingeschlafen ist. Das ist nicht meine Meinung, ich zitiere aus der Zeitung. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und deine Ausführungen eben haben mich auch nochmal auf den Gedanken gebracht, dass Glaubenssätze ja auch eine Rolle spielen. Also vielleicht können wir da auch nochmal den Blick drauf lenken. Sabine, wolltest du noch einen Querbezug herstellen oder sollen wir den Jürgen einbinden? Ich habe noch einen kleinen Querbezug zu deiner syrischen Geschichte. Mir geht's genauso. Ich habe jetzt, nachdem man mal Sri Lanka besucht hat, das ist nicht Indien, ist klar, kommen mir viel mehr Fragen auf, was ich an meine Kunden stelle, und habe das in der Vergangenheit oft gar nicht getan, weil ich gedacht habe, oh, Indien, so ein großes Land, du weißt ja nicht, wo die herkommen oder. Aber einfach Fragen stellen, das ist sicherlich auch ein Anstoß zum Denken, weil da kommen Erfahrungen der anderen zurück, die einen weiter zum Denken bringen. Ja, absolut. Vielen, vielen lieben Dank. Jürgen, einen wunderschönen guten Morgen. Was sind deine Gedanken zum Thema?
Guten Morgen, ihr Lieben, liebe Jasmin, Sabine, Marc und alle im Raum. Ich nehme zwei Sachen gerne auf für den ursprünglichen Anknüpfungspunkt, den ich hatte, zu diesem Thema etwas zu sagen. Und zwar die Aussage von Marc, wenn ich das recht nochmal rekapitulieren kann, der sagte, der eigene Chef sein. Das nehme ich gerne auf. Und das andere war dein letzter Hinweis auf, es war wieder für mich ein Hinweis auf die Problematik des Unconscious Bias und der Heuristiken von uns. Und zwar bin ich davon ausgegangen zu sagen, Einflussfaktoren, ich differenziere diese Einflüsse, ich gehe mal vom Einfluss aus und hinterfrage Einfluss, wenn es diese gibt, zweifelsohne sie gibt es, welche kann ich denn selber beeinflussen und welchen bin ich ausgesetzt, in Anführungsstrichen ausgesetzt. Das war meine Überlegung oder mein Initial bei dieser Überschrift, liebe Jasmin. Und dass ich sage, im Endeffekt lande ich da bei zwei wesentlichen Themen, die immer wieder aufpoppen. Und das eine, dass aus mir heraus und aus meiner Entwicklung, meiner Persönlichkeit, auch so ein Einflussfaktor auf unsere Denke, der wesentliche Einflussfaktor, wo ich selber zu meinem Chef werden kann, ist die Bildung. Also ist für mich die Bildung eine der wesentlichen Einflussfaktoren, die ich steuern, die ich im Rahmen meiner Selbstbestimmtheit als Definition der Bildung ausschlaggebend machen kann für die Art und Weise, wie ich denke. Und der zweite Punkt, der in einigen Teilbereichen, das Thema mag ich jetzt nicht mehr aufrollen, das haben wir auch schon öfter besprochen, zwischen Unterbewusstsein, Unbewussten und Bewussten, das uns aber in Summe ganz wesentlich beeinflusst, das sind eben diese Unconscious Bias, diese Verzerrungen, diese Glaubenssätze, ist auch so eine Thematik oder eine Begrifflichkeit, die immanent auf unsere Denke und insbesondere auf das emotionale, das reflexive Denken, also das sehr schnelle Denken einwirkt. Und da schlage ich jetzt den letzten Bogen, dass ich sage, ich denke, dass es sehr hilft, wenn ich weiß, dass meine Denke durch Unconscious Bias beeinflusst wird und dass ich mich damit beschäftige im Rahmen einer Selbstreflexion, immer dann, wenn ich feststelle, dass dieses Verhalten für mich innerlich diskussions- und reflexionswürdig wird und das Ergebnis dessen auch für mich in Sicherheit bringe. Und das heißt für mich, dass die Reflexion wiederum ein Baustein zu meiner Bildung beiträgt. Diese Brücke war für mich stets auf der Suche nach Verbindungen zu unseren Thematiken der Auslöser im Hinblick auf Einflussfaktoren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und in Bezug auf die Glaubenssätze oder auch Unconscious Bias, die Verzerrungen, die wir haben, fand ich das auch sehr spannend. Ich habe in den letzten 3 Jahren gab es ja auch viele Diskussionen auch um die Corona-Pandemie herum. Und da habe ich eine ganz spannende Beobachtung gemacht, die genau darauf auch zutrifft und passt. Total spannend fand ich das, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, von wem genau das gemacht war, aber es gab auf jeden Fall ein Video, das irgendwie in beiden Lagern, ne, so Befürworter von Impfungen und Gegner von Impfungen und so weiter geteilt wurde und interessanterweise ein und dasselbe Video sozusagen, also gleicher Inhalt, null Abänderung oder sowas, ne, und beide Seiten haben sich das Video angeschaut und beide haben gesagt, stimmt, und deswegen werden die anderen das nie verstehen.
Und im Grunde genommen war es ein und derselbe Inhalt und es war so schön, ein Paradebeispiel dafür, wie man wirklich von außen auch beobachten kann, was dann da eben passiert. Das heißt, vor dem Hintergrund der Glaubenssätze, der Betrachtung, der Perspektive auf das Thema, obwohl beide das Gleiche konsumieren, das Gleiche sehen, eben wie unterschiedlich dann die Auslegung dessen ist. Und ja, und dann kann man das als Paradebeispiel wirklich auch dafür nehmen. Das haben wir ja tagtäglich und überall. Nur es war eben sehr schön, auch von außen in Anführungsstrichen zu beobachten, weil es der gleiche Content und völlig unterschiedlich sozusagen in der Interpretation vor dem Hintergrund, wie man zu einem bestimmten Thema eingestellt ist. Und das finde ich an der Stelle, das kam jetzt bei mir nochmal als Erinnerung auf, während du die Aspekte angesprochen hast. Marc, Sabine, gibt es weitere Anknüpfungspunkte, wo ihr nochmal Querbezüge herstellen wollt? Marc, gerne. Ich habe vorab eine Frage, liebe Jasmin, weil ich dem nicht vorgreifen möchte. Ich habe ja keine Übersicht über die Themen, die jetzt noch zum Thema Denken kommen. Hast du einen Spezialraum zu dem Thema Denkfehler? Weil ich bin jetzt nicht unsicher, ob Einflussfaktoren, Denkfehler sind ja auch Einflussfaktoren, ob du da einen separaten Raum dazu machst oder ob ich dazu was sagen kann. Du kannst gerne was dazu sagen. Denkfehler haben wir nicht, Denkblockaden haben wir. Aber ich finde, das ist noch mal was anderes. Von daher können wir das gerne mit aufgreifen. Ja, und zwar, ich habe das vor mir liegen. Ich habe das mal mitgeschrieben. Und zwar sage ich jetzt nur drei Punkte, die uns alle betreffen. Und ich musste dann über mich schmunzeln, als ich die gehört habe. Weil auch die tauchen trotz meines Wissens jeden Tag oder immer wieder auf. Und zwar Denkfehler sind, die bei uns allen passieren, ein Katastrophendenken. Das kann man sich merken. Also Katastrophendenken zum Beispiel. Ich sitze abends mit meiner Partnerin da. Die Tochter kommt nicht nach Hause und sofort denkt man, oh, da ist was passiert. Ich höre nichts. Oder ich habe von meiner Partnerin oder von meinem Vater nichts gehört. Da ist was passiert. Katastrophendenken passiert in sehr, sehr vielen Situationen. Der zweite Denkfehler, das sind Vorhersagen. Auch da musste ich schmunzeln. Auch mir ist das passiert, als mein Selbstwertgefühl noch nicht ganz so auf der Höhe war. Ich gehe auf eine Party, also Stichwort Vorhersagen, ich gehe auf eine Party und sehe eine total attraktive Frau und sage und denke dann, ich würde die ja gern ansprechen. Ich würde mich einfach nur gern mit der unterhalten, aber die hat bestimmt einen Partner. Vielleicht bin ich nie attraktiv genug, dann lasse ich das mal lieber. Ich spreche sie nicht an. Das weiß ich gar nicht. Das ist eine Vorhersage. Wenn ich das lang genug mache, setze ich das auch im Geschäft fort. Das hat bei mir auch ganz lange gedauert. Ich bin im Akquisebereich tätig, dass man oft denkt, den Kunden kannst du nicht anrufen. Der ist viel zu groß. Der ist so übermächtig. Warum soll der mit einer kleinen Firma mit mir arbeiten? Und ich habe wirklich mittlerweile auch Weltfirmen als Kunden bekommen. Da waren die Umstände dann anders. Aber auch das sind Vorhersagen. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, geht man manche Dinge beruflich gar nicht an. In dem Motto, ich bin zu klein, ich bin nicht wichtig genug und, und. Und den dritten Denkfehler, der mir auch immer wieder passiert, weil ich ein ganz gefühlvoller Krebs bin, ist Gedankenlesen, dass wir aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, den anderen Gedanken unterstellen, die der vielleicht gar nicht hat, indem der irgendwas sagt und wir dann denken, der will was von uns, der will uns jetzt mobben oder der mag uns nicht. Wir unterstellen dem anderen irgendwas, ohne zu hinterfragen, warum sagt er das, hat er vielleicht nur einen schlechten Tag gehabt und. Und ganz besonders habe ich das Beispiel, hat sich bei mir im Kopf eingebrannt, wenn man jetzt zum Beispiel zu seiner Partnerin sagt, du, warst du beim Friseur? Dann sagt die selbstbewusste Partnerin, oh Mensch, Marc, das ist aber toll, dass es dir gefällt. Und die nicht selbstbewusste Partnerin sagt, sag doch gleich, wenn es dir nicht gefällt. Und beide haben recht, denn wir sehen, was wir wollen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Weitere Stichworte in dem Zusammenhang sind sowas wie Wahrnehmung. Dann haben wir die Kommunikation. Kommunikation hatten wir ja auch schon mehrfach angesprochen. Dann sind mir noch als weitere Impulse eingefallen, auch anknüpfend an die erste Annäherung, die wir gemacht haben. Auch so geistige, mentale Fitness sozusagen. Sabine hatte ja auch sowas wie Bewegung, Ernährung etc. mit reingebracht, vielleicht also das mal als Impuls nochmal aufzugreifen, vielleicht wollen wir da nochmal andocken und du hattest, Marc, ja gerade auch Aspekte wie Krankheit angesprochen und wir haben ja aber auch Vorstufen zu diesem Krankwerden, wie beispielsweise, und das sind Faktoren, die uns im Alltag häufig begleiten, sowas wie Stress oder wie gehe ich mit Stress um, Resilienz, und so weiter.
die wir hier auch nochmal mit als Impulse aufgreifen können und welchen Einfluss die eben auch nochmal in Bezug auf unser Denken haben an der Stelle. Mag da jemand nochmal anschließen oder an anderen Stellen, ihr habt vielleicht auch nochmal weitere Gedanken entwickelt, Marc, Sabine, Jürgen. Gerne, Marc. Ja, danke, dass du das nochmal ansprichst, liebe Jasmin. Ich diskutiere da oft mit meiner Partnerin darüber, weil die ist ja im Schuldienst und ich glaube, über 40% der Lehrer, ich weiß nicht, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber über 40% der Lehrer haben einen Burnout und wir haben ganz, ganz große Ausfälle und das nicht nur in der Lehrerschaft, sondern in allen beruflichen Zweigen, wenn Menschen krank werden. Und dieses Thema, gerade diese Bewegung, dieses Resilienzthema, dieses Bewusstsein machen unserer Gedanken, dass der Chef gar nicht unbedingt gegen mich was hat, sondern dass ich vielleicht gerade nicht so wichtig bin, dieses Wissen, das könnte so elementar helfen, dass wir vielleicht gar nicht unbedingt mal immer einen Arzt brauchen, weil wir ein gebrochenes Bein haben, sondern einfach nur eine gebrochene Seele oder ein Geist, der wieder gerichtet werden muss. Und daher finde ich dieses Thema so extrem wichtig, weil es manchmal, du hast vollkommen recht, ganz, ganz einfache Möglichkeiten sind, wie wir uns selber wieder helfen können. Einmal dadurch, dass Gedanken unsere Lebensqualität bestimmen. Und auch ich bin als gefühlvoller Krebs den Gedanken und den Stimmungen unterworfen und muss dann auch registrieren und wirklich achtsam sein. Was macht mich jetzt traurig? Was macht mich fröhlich? Wenn ich traurig bin, welche Möglichkeiten habe ich dann wieder in den fröhlichen Zustand zu kommen? Und natürlich ist das Ganze nicht nur eine Chaka-Chaka-Sache. Das heißt, es gibt viele traurige Dinge. Da laufen mir auch manchmal die Tränen runter. Und dann kann ich auch nicht sagen, ach, jetzt lachst du einfach mal. Aber dieses Erkennen, dieses Achtsamsein, das hilft dann zumindest, dass die Prozesse und dass der Status, in dem wir uns bewegen, wo wir wirklich tief traurig sind, nicht so lange ist, dass es irgendwann mal vielleicht mal in eine Depression oder in eine Krankheit fällt. Und natürlich dürfen wir traurig sein, das passiert mir auch. Und darum bin ich dann auch immer vorsichtig, wenn man in so Räumen ist, wenn dann einer sagt, ja, das ist alles so eine Kopfsache und wir können happy sein. Nein, ich bin nicht immer happy. Ich habe Tage, da geht es mir total schlecht oder da ist einfach ein scheiß Tag. Aber ich stelle das dann fest und habe es dann geschafft, irgendwann mal nach einer bestimmten Zeit innerlich den Stoppknopf zu drücken. Das geht nicht in 5 Minuten, das geht vielleicht auch nicht nach einer Stunde. Aber ich merke das, dann den Stoppknopf zu drücken, um dann wieder in den anderen Zustand zu kommen. Und das hilft dann wieder. Und dazu gehört eben auch Bewegung. Und wenn ich merke, dass das so ein Tag ist, wo man meint, heute läuft aber wirklich alles total, ihr wisst schon, Punkt, 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 dann nehme ich mir wirklich die Zeit und gehe eine halbe Stunde draußen spazieren, Handy aus und versuche nur zu riechen oder Sonne zu spüren oder von mir aus auch Regen wahrzunehmen. Und danach geht es mir noch nicht viel, viel besser. Das ist also nicht weggeblasen, aber ich merke, dass diese Bewegung, wie du es beschrieben hast, liebe Jasmin, schon dazu beiträgt, dass ich in einen anderen Zustand komme. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und der Aspekt der Achtsamkeit, also der hat mich jetzt auch nochmal auf weitere Gedanken gebracht. Können wir ja vielleicht auch nochmal schauen, welche Rolle spielt denn die Haltung zum Beispiel auch? Also sowas wie Achtsamkeit, Vertrauen, Offenheit, Neugier. Das war ja zum Beispiel auch gestern bei dem Vortrag etwas, wo ich dann die Zuhörer auch für die mit dabei waren, auch eingeladen habe, tatsächlich auch gerade bei der Reise, die wir dann gemacht haben durch die KI, vielleicht sowas wie Bewertungen, sowas, was ich über die KI gehört habe, weitestgehend zu versuchen, zur Seite zu schieben, kriegen wir natürlich nicht komplett hin, aber zu versuchen, zur Seite zu schieben und mit einer entsprechenden Haltung, mit Neugier und so weiter erstmal drauf zu blicken, um erst dann in einem zweiten Schritt sozusagen diese Bewertung vorzunehmen und diese Haltung, mit der wir sozusagen Themen und Zusammenhänge uns anschauen, hat ja letztendlich auch was damit zu tun, wie das eben auch einen Einfluss auf unser Denken hat, in Anführungsstrichen. Möchte da noch mal jemand anschließen? Gerne Jürgen und dann Marc. Vielen Dank, liebe Jasmin. Ja, das hat mich jetzt getriggert. Ich war ja leider gestern nur zum Teil in der Lage, eure Ausführungen zu Gedanken zu verfolgen. Aber ich positioniere das mal für mich, für meine Meinung derzeit, dass der ausschlaggebende Punkt und damit der wesentliche Einflussfaktor auf unser Denken generell die Wahrnehmung ist. Also von dem Fakt mal ausgehend oder den mal auszuschließen, merke ich überhaupt, dass ich denken muss. Ja? Wird es leider meines Erachtens in vielen auch gängigen Publikationen immer wieder gesagt, es reduziert auf die Sinnwahrnehmung unserer fünf Sinne. Aber ich denke, dass
neben diesen fünf Sinnen, die ja im Grunde genommen dann etwas aufnehmen, was von außen kommt, auch in unserem Inneren etwas dieses Denken antriggert. Und mit diesem Antriggern ist gleichzeitig auch eine Art und eine Präferenz meines Erachtens des Denkens verbunden. Und dazu zählen ganz wesentlich für mich unsere Emotionen auf der einen Seite. Ich denke, das kann jeder, denke ich, nachvollziehen. Ich denke anders, wenn ich in einer emotional positiven oder negativen Situation befinde. Also der Trigger wird bei der Wahrnehmung gesetzt. Bin ich sauer in den Tag gestartet oder freue ich mich allein schon mal deswegen, weil heute die Sonne aufgegangen ist? Ich denke ganz anders. Wohlgemerkt, sage ich es nochmal explizit, das beziehe ich auf mich, ist keine Allgemeingültigkeit. Und das Zweite, was für mich eine ganz wesentliche Rolle spielt und Spezialthema für dich sicherlich, liebe Jasmin, das mit dem Initial der Wahrnehmung auch einen Bezug, eine Verbindung auf in unserem Hirn und durch unser Hirn verwaltete Erfahrungen stattfindet. Im Grunde genommen eine Repräsentation für die derzeitige Situation gesucht wird in der Vergangenheit, um damit relativ schnell und energiesparend von Seiten des Gehirns eine Lösung angeboten zu bekommen. Und diese zwei Positionen sind für mich im Moment der Wahrnehmung neben den sinnlichen, also Erfahrung und die emotionale Lage, ein für mich ganz wesentlicher Triggerpunkt, wie ich in diese Denke dann einsteige. Und ich sage es nochmal ganz bewusst, das ist auf Basis von Reflexion von meiner Seite meine Erfahrung. Mag bei jedem anderen anders sein, aber es ist für mich genau dieses Gebot, das der Marc auch immer anspricht, was ja ein Unconscious Bias ist. Wir sehen das und wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Das Bewusstsein, die Kenntnis darum, dass ich unter Umständen mit der Wahrnehmung in eine ganz bestimmte Richtung des Denkens ausgerichtet werde, ist für mich ein Thema der Bildung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Marc. Ja, und auch jetzt wiederhole ich mich nochmal. Du hast Wahrnehmung gesagt, liebe Jasmin. Und ich gehe darauf ein, Wahrnehmung plus Bildung und Erfahrung und komme jetzt zum, weiß nicht, hunderttausendsten Mal zurück auf das fantastische Autorenfrühstück mit Dr. Mario Herger und bringe jetzt ein Beispiel. Ich komme auf dein ChatGPT-Beispiel zurück, liebe Jasmin, dass das neu uns Angst macht. Und sofort fällt mir Dr. Mario Herger ein, und zwar als es Telegrafen kam, hat die Leute gesagt, oh, Telegrafen, das ist aber nicht gut, weil da können ja Krankheiten durch die Leitung gehen. Heute lachen wir darüber, das ist echt ein Joke. Dann das Zweite mit dem Spiegel, ganz toll, Spiegel, ganz gefährliche Sache, weil wenn Frauen einen Spiegel haben, dann gucken die sich ja nur noch den ganzen Tag an. Dann arbeiten die nicht, geht gar nicht. Muss ich auch drüber schmunzeln. Jeder, der einen Spiegel hat, weiß, dass seine Partnerin nicht von morgens bis abends im Badezimmer steht und sie im Spiegel anguckt. Wir Männer auch nicht. Und das dritte Beispiel ist Puppen. Da hat man gesagt, oh, Puppen, das ist ja ein Teufelszeug, weil wenn Frauen so viel mit Puppen, also Entschuldigung, wenn die kleinen Mädchen nämlich nur mit Puppen spielen, dann sind die ja nur noch mit der Puppe beschäftigt. Das können per se wahrscheinlich schon mal keine guten Mütter mehr werden. Und diese Beispiele fallen mir ein und ich hoffe, ihr merkt euch die, wenn ihr mal in die Diskussion kommt. Wir haben heute einen Spiegel, wir haben Puppen und wir haben Telegrafenmasken. Wir sind alle noch ganz normale Menschen, die haben unser Leben nur verbessert, aber nicht verschlechtert. Und das Beispiel bitte in Erinnerung behalten, wenn wir über ChatGPT und andere Sachen sprechen. Ja, absolut. Und Sabine, du wolltest auch nochmal anschließen, gerne. Ja, das ist sehr spannend alles. Ja, ich wollte nochmal Themen, die wir in dem Gespräch heute schon ein paar Mal angeschnitten haben, aber vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Für mich ist eigentlich die Umgebung sehr wichtig, meine eigene Offenheit, aber ich glaube auch das Thema Wiederholung ist sehr häufig. Wenn ich heute irgendwie zu einer Veranstaltung gehe, dann denke ich, ja, super, interessant. Ich nehme das auch noch mit, vielleicht auch noch einen Tag. Aber wenn dann nicht wieder ein neuer Impuls kommt,
dann geht das relativ schnell hinten runter und man nimmt sich nicht, man setzt nicht das um, was man da eigentlich positiv fand. Und insofern ist es eigentlich wichtig, dass man immer wieder Leute um sich rum haben, die einen so ein bisschen pieksen und einem so eine Anschub, einen Anschub geben und sagen, komm doch in die Gänge, komm ins Tun. Also, und dann setze ich auch dadurch wieder den Prozess, den Herr Jürgen vorhin nochmal, die ganze Zeit irgendwie reflektieren und ins Denken kommen und nicht beim Denken aufhören, sondern dann noch ins Tun kommen. Aber das ist ja noch ein anderer Raum. Tolles Thema, danke. Ja, wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Und die Wiederholung, die hat auf der einen Seite, also vielleicht bei der, wir haben verschiedene Arten von Wiederholungen. Einmal haben wir das zum Beispiel, kann das sein im Kontext von Erfahrungen, die ich mache, die sich wiederholen, die dann vielleicht auch Glaubenssätze verfestigen können oder überhaupt erst entstehen lassen. Und dann haben wir Wiederholungen in dem Zusammenhang, wie du es gerade gesagt hast, auch zum Beispiel, um das neuronale Netzwerk sozusagen weiter auszubauen und zu festigen. Wir hatten das auch gestern zum Beispiel, dieses schöne Paradebeispiel mit dem Marc, der immer wieder gesagt hat, ich habe vielleicht immer noch einen Knoten im Kopf, nicht im Knopf. Und das heißt, wenn wir, und dann kommen wir auch zum Thema Lernen sozusagen, ne? Wenn wir im Grunde genommen über gewisse Dinge denken, dann haben wir diesen Aspekt, dass dann auch neue Gedanken entstehen. Und dann haben wir die aber noch nicht in irgendeiner Form umgesetzt. Also auch gutes Beispiel jetzt, so wie gestern, einen Vortrag beispielsweise. Und da ist ganz wichtig, da habe ich ganz viele Impulse bekommen. Und diese Impulse, die machen zunächst erstmal was mit mir. Vielleicht gucke ich skeptisch drauf. Vielleicht habe ich den Eindruck, ach, das ist ja ganz spannend. Es ist an der Zeit, dass ich mich mal mit dem Thema jetzt wirklich mal beschäftige. Aber dieses einmal hören, in Anführungsstrichen, das, wie bei einem Vortrag, deswegen auch gerade so diese Keynote-Speeches oder sowas, ne, wo sehr euphorisierend teilweise dann auch, dadurch, dass es in Geschichten eingebettet ist und so weiter, das sehr motivierend für den Moment eben auch wirken kann, aber eben nicht nachhaltig ist, wenn keine Wiederholung oder wenn nicht aufbauend darauf dann irgendwas passiert, also irgendwas auch in Gang gesetzt wird. Das heißt, nur das einmalige darüber, das Aufgreifen und Denken, sich damit auseinandersetzen, ist noch nicht ausreichend, um dann eben hier auch zum Beispiel ein Lernen, nicht nur für den Moment, sondern nachhaltig auch zu gestalten. Denn Lernen hat dann in diesem Zusammenhang auch was damit zu tun, dass diese neuronalen Netze, die dann sozusagen diese Stränge, die dann die wachsen, also das kann man sich wirklich physisch so vorstellen, dass die wachsen und wenn dann aber zum Beispiel keine Wiederholung da ist, dann bilden die sich auch wieder zurück. Das heißt, ich darf über die Wiederholung ganz gezielt sogar, hier kann ich auch wieder in die Selbststeuerung sozusagen gehen, das zu verfestigen. Jürgen, du wolltest auch noch was anschließen. Ja, liebe Jasmin, vielen Dank. Ich wollte eines noch sagen oder nochmal hervorheben, dass eine Begrifflichkeit, die du in deinem vorletzten Beitrag genannt hast, nicht vergessen werden sollte, und das war das Thema Haltung. Und ich bin jetzt in dieser kurzen Phase eigentlich dazugekommen, in meinem Bestreben, die Komplexität zu reduzieren, eine Metaebene über dieses Thema Einflussfaktoren auf das Denken würde für mich zwei wesentliche Einflusskomponenten, wohlgemerkt auf der Metaebene, beinhalten. Und zwar auf der einen Seite eine Art intrinsische Sphäre, das sind die Sinneswahrnehmungen. Ich muss merken, dass da irgendwas, ein Reiz auf mich zukommt, also Sinn, rein sinnliche Wahrnehmung. Und der andere Punkt dieser Metaebene, da würde ich deine Begrifflichkeit oder deinen Verweis auf den Begriff Haltung nehmen. Denn für mich ist Haltung etwas, was sich rekrutiert aus meinen Erfahrungen, aus meinen, auch ein schöner Begriff, Überzeugungen oder Werten, die ich auf kultureller und aufgrund meiner Sozialisation in mich trage, meiner Erziehung und meines sozialen Umfelds. Also ich finde toll, diese Begrifflichkeit Erfahrung
weil es für mich, weil er für mich subsumiert all diese potenziellen Einflussfaktoren, die von der sinnlichen, von uns in uns angelegten Sphäre ja, beeinflussbar sind, beziehungsweise unbewusst beeinflusst werden. Das ist für mich ein absolutes, auch ein Thema Denken, Aha-Effekt aus dem Denken. Vielen Dank dafür. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und da habe ich auch nochmal, um das nochmal aufzugreifen, auch mit dem, ich verwende da ganz gerne diesen Begriff Gemütszustand anzuknüpfen von vorhin, Jürgen, mit dem, wie es mir gerade geht, hat auch einen Einfluss darauf. Und da wollte ich auch nochmal etwas mit reinbringen, in Bezug auch passt, finde ich, auch zu den Einflussfaktoren und auch der Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit in dem Zusammenhang. Und zwar der im Umgang damit. Der Tony Robbins hat so eine Triade, der macht darauf aufmerksam, dass man sozusagen diesen Gemütszustand beispielsweise, das sind wir auch wieder beim Bewusstsein, ne, dass man diesen Gemütszustand auch innerhalb von Sekunden tatsächlich switchen kann. Und zwar über die Triade, welche Sprache verwende ich, die Physiologie, also zum Beispiel sowas wie, wie stehe ich, Bewegung mit reinzubringen, die Atmung kann hier mit reinfallen und der Fokus, das heißt, mit welchem Blick schaue ich gerade drauf, beziehungsweise den Fokus vielleicht auch auf was anderes zu lenken. Und ganz spannend ist dann auch, wenn man sich das genauer anschaut, auch von den Methoden und so weiter, die eingesetzt werden in aus verschiedenen Ansätzen, insbesondere auch das NLP, dass genau hier drauf dann sozusagen auch diese Methoden ausgerichtet sind, dass zum Beispiel verschiedene Übungen gemacht werden, wo man die Sprache verändert oder wo man sich vorstellt, im Rahmen der Anwendung der Methode, dass man die Person, die Perspektive verändert, dass die Person kleiner zu machen, größer zu machen, Mickey Maus-mäßig sprechen zu lassen oder ähnliches. Und plötzlich verändert sich dann auch die Wahrnehmung an der Stelle des Problems, das man sich zum Beispiel anschaut, also wie man in diesem Zusammenhang denkt. Und mit dem Fokus auch eine Technik aus dem NLP, wo dann einfach eine Irritation erzeugt wird, dass man plötzlich in einem Gespräch beispielsweise sagt, was hast du eigentlich gestern Abend gegessen? Also völlig anderer Fokus vom Gedankenspiel her und das macht natürlich auch was mit dem Menschen in dem Moment, also das ganz gezielt zum einen auch bei den Methoden, Techniken auch genauso angewandt werden sozusagen, aber ich eben auch hier selbst die Möglichkeit habe und eben dieser Hinweis darauf, dass dieser Gemütszustand, wo stehe ich gerade, wie fühle ich mich, dass ich das innerhalb von Sekunden, wenn ich weiß, wie es funktioniert und welche Einflussfaktoren hier relevant sind, dass ich dadurch, dass ich die Hebel verschiebe, also dass ich die Einflussfaktoren verschiebe, an der Stelle ganz, ganz gezielt darauf einwirke, innerhalb von Sekunden auch in der Lage bin, tatsächlich auch meinen Gemütszustand zu verändern und durch die Veränderung des Gemütszustandes dann unmittelbar Einfluss nehme auf das Denken in dem Moment. Marc, Sabine, Jürgen, wollt ihr da vielleicht nochmal andocken? Jürgen, gerne. Ja, und da lässt sich trefflich die Brücke schlagen. Danke für diese Erläuterung, liebe Jasmin, zu unserem vorhergehenden Thema, zur Reflexion, wo wir ja auch festgestellt haben, dass es einen wesentlichen Einfluss hat bis hin zur Methode und damit zur Ergebnis der Reflexion, mit welcher, auf welcher Art trifft denn die Reflexion beziehungsweise in welcher Situation und emotionalen Lage trifft die Reflexion auf den Jürgen. Das ist und da die Reflexion wenigstens ein Teilbereich des Denkens ist, trifft das absolut 100% Haken dafür. Darf ich vielleicht noch eine Bitte aufgrund deiner Ausführungen, eine Bitte äußern für einen speziellen Raum? Und zwar, du hast die Sprache angesprochen. Die Sprache ist für mich von beiden Seiten her ein wesentlicher Einfluss- und Bestimmungsfaktor auf unsere Denke. Und es ist trefflich, darüber zu diskutieren,
geht die Denke der Sprache voraus oder dokumentiert die Sprache eigentlich nur das, nur ist gut gesagt, nur das, was ich denke. Und inwieweit ist aber die Art und Weise, wie ich gelernt habe zu sprechen, damit wesentlicher Einflussfaktor auf die Denke und damit das gestalterische Element von uns allen in unserer Gemeinschaft, nämlich die Kommunikation. Das wäre meine Bitte, die ich jetzt hier mal äußere in Bezug auf speziellen Raum, nachdem der Marc ja auch dieses Recht angemeldet hat. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ich gucke mal gerade, ich bin der Meinung, wir haben einen Raum, wo es dann auch um Denken und Kommunikation nochmal gehen wird. Wenn nicht, ja, Denken und Kommunikation ist auch ein Raum, was wir noch haben. Und da können wir das dann gerne und da auch nochmal meine Bitte auch gerne in die Erinnerung auch nochmal zu gehen, dass wir da das dann eben entsprechend auch nochmal platzieren und aufgreifen können, welche Rolle eben auch die Sprache im Zusammenspiel mit dem Denken hat. Jürgen, gerne. Nächstes Stichwort. Sorry, wenn ich jetzt nochmal dazwischen springe. Aber Erinnerung, auch so ein Einflussfaktor für mich. Die Erinnerung als Einflussfaktor auf die Denke. In dem Maße, wo etwas für mich relevant war, dass ich mich an etwas erinnere, frage, wie speichert unser Gedächtnis aufgrund welcher Kriterien überhaupt das Ergebnis des Denkens ab und macht es zu einer Erinnerung. Aber genau diese Erinnerungen sind doch eine ganz wesentliche Einflussgröße auf die Denke in einer dann für mich ähnlich identifizierten Situation, Rückgriff des Hirns auf Erfahrungswerte, um sich daran dann auszurichten. Vielleicht triggern sogar Erinnerungen zum ganz bewussten Handeln und gegen das eigentlich rationale Denken in der Situation dann an. Ganz spannendes Thema. Vielen Dank nochmal, dass ich das noch platzieren durfte. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch hier wieder, und diese Aspekte können wir dann auch beim Handeln vielleicht auch nochmal alles mit aufgreifen, nochmal weiter vertiefen. Wenn ich weiß, wie Erinnerung dann auch funktioniert oder wie ich das eben auch wieder abgreifen kann, dann habe ich natürlich auch hier wieder die Selbstwirksamkeit, die ich herstellen kann, dadurch, dass ich das ganz gezielt mache. Ich mache mal jetzt ein Beispiel ganz kurz auf aus dem Trainingskontext. Viele Jahre hat man gedacht, und das ist ja teilweise auch heute noch so, dass es suggeriert wird, man müsste dann sozusagen nach einem Training auch die Trainingsinhalte ständig wiederholen und ganz, ganz viel hier in die Nacharbeit auch gehen, um sicherzustellen, dass das dann auch tatsächlich hängen bleibt. Aber da weiß man mittlerweile aus den Neurowissenschaften heraus, dass es gar nicht notwendig ist. Das heißt, wenn die neuronalen Netze einmal angelegt sind, in Anführungsstrichen, also hier ein Wachstum, so können wir es sagen, bezeichnen, stattgefunden hat, dann reicht es im Grunde genommen aus, wenn zum Beispiel täglich ein Zitat oder ein Bild aus diesem Trainingskontext dann erfolgt, also wirklich ganz marginal, um dieses neuronale Netzwerk wieder in Gang zu setzen und die abgelegten Erinnerungen dann auch wieder abrufen zu können und sicherzustellen, dass das neuronale Netzwerk sich nicht wieder zurückbildet und dementsprechend hier ganz bewusst eben auch wieder die Steuerungsmöglichkeit, wenn man weiß, wie die Zusammenhänge funktionieren, wie das im Gehirn einfach auch angelegt ist. Und deswegen finde ich das auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Wunderbar. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, dann lasst uns doch gerne, ihr könnt gerne nochmal anschließen, wenn ihr noch was zu ergänzen habt und dann gerne auch direkt das Abschlusswort hier für heute, für den Raum gestalten. Marc. Ja, ich erinnere nochmal an den Raum gestern. Ich freue mich auf den Raum, wenn Denken und Kommunikation eine Rolle spielt. Gestern, um nochmal bei gestern zu bleiben, hat ein einziges Wort mein Verständnis für ein komplexes Thema den Knoten im Kopf gelöst, nämlich könnten, also es war was irgendwie so ein Satz wie kann Einfluss haben oder könnten Einfluss haben, anstatt von haben Einfluss oder mit dieser bestimmten Größe. Und sofort war der Zusammenhang für mich klar, nur durch das Wechseln eines Wortes, genauso wie durch das Wechseln eines Wortes, wenn wir alle im Urlaub sind, das kennen wir, und fast jeden, ich habe mich auch dabei ertappt, dass man sagt,
ich muss morgen wieder nach Deutschland zurück, ich muss morgen wieder ins Büro, ich muss auf eine Messe oder ich freue mich ins Büro, dann treffe ich den Frank, bin gespannt, was da auf mich wartet. Ein einziges Wort kann den Gemütszustand ändern und daher auch, liebe Jasmin, vielen, vielen Dank für die Erklärung, die du uns da mitgegeben hast, dass wenn wir achtsam sind und uns darüber Gedanken machen, wie wir denken, dann bestimmen unsere Gedanken nicht uns, sondern wir bestimmen unsere Gedanken. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und Sabine hat sich bereits ausgeklinkt, hat allerdings noch einen Kommentar noch im Chat dagelassen. Für uns toller Raum. Ich darf jetzt frühstücken gehen. Lass dir schmecken, liebe Sabine. Höre auch noch etwas zu. Highlight, reflektieren, denken, Bildung. Danke für den Raum. Und das wollte ich an der Stelle auch nochmal mit euch teilen. Jürgen, was waren deine Highlights aus dem Raum heute? Vielen Dank an euch, auch an die Sabine, die ja schon von der Stage weg ist. Wie immer ein Feuerwerk von Inspiration und Anstöße, Initiale zu reflektieren. Und ich bin für mich in einer außerordentlich, muss ich jetzt sagen, außerordentlich glücklichen Situation. Dafür bin ich sehr dankbar, Thema Dankbarkeit, dass ich sehr viel Zeit habe, mich im Nachgang über das, was zum Beispiel auch heute wieder und auch in anderen Räumen als Initiale gesetzt wurde, zu verarbeiten und zu reflektieren. Das erachte ich als ein für mich persönlich sehr großes Geschenk und ich hoffe, ich nutze es auch entsprechend, dieses Geschenk. Vielen Dank für die Inspiration und die Beiträge und einen schönen Tag noch euch allen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und das knüpft auch schön an unseren Raum, der für morgen geplant ist, nämlich Denken und Verstehen. Wie hängen Denken und Verstehen zusammen? Das ist dann die Fragestellung, mit der wir uns morgen beschäftigen wollen und sozusagen so ein Stück weit auch einigermaßen in dieser Abfolge mal zu bleiben. Wir haben jetzt der Gedanke, ist das eigentlich vorne dran oder ist das Produkt gewesen? Dann haben wir die Einflussfaktoren heute und dann gucken wir uns morgen an, was ist denn eigentlich Denken und Verstehen? Wie hängen die denn miteinander zusammen? Und was macht eben auch dieses Verstehen aus oder diesen Verstehensprozess aus an der Stelle. Insofern bin ich total gespannt auf den Raum morgen, freue mich total drauf und ihr seid ganz, ganz herzlich eingeladen, morgen um 8 Uhr wieder mit dabei zu sein, nachdem wir heute ein Feuerwerk wirklich an verschiedenen Impulsen hatten zum Thema Denken und Einflussfaktoren direkt anzuknüpfen und mit Denken und Verstehen morgen früh dann auch weiterzumachen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und freue mich auf morgen früh um 8 hier im Deep Talk. Bis dahin. Ciao.